Auf dem Singleser See bei Borken fuhren am Freitag ganz schön viele Autos herum. Sie haben richtig gehört, Autos. Die Deutsche Interessengemeinschaft Schwimm- und Geländefahrzeuge hatte zu ihrer jährlichen Pfingstausfahrt eingeladen. 45 Wasserfahrzeuge tummelten sich auf dem See und 40 Geländewagen an Land. Eines der Amphibienfahrzeuge hat sogar Filmerfahrung. Der VW Typ 82 von Carsten Messer aus Stadthagen bei Hannover wurde im März 1945 gebaut. Das Auto war bei den Dreharbeiten zum Film Die Brücke dabei. Aufgereiht standen die Fahrzeuge auf dem Parkplatz des Singleser Sees, dicht umringt von zahlreichen Zuschauern, die die Fahrzeuge bestaunten. Nach einem kleinen Empfang auf dem Gelände der Borkener Marinekameradschaft machte sich der Konvoi auf den Weg zum Wasser. Von der Gombetter Straße her fuhren die Schwimmfahrzeuge in den See ein und drehten ihre Runden. Der Liebhaberwert der Fahrzeuge liegt immerhin bei über 100.000 Euro.